Als die Rolling Stones am 15. September 1965 zum ersten Mal in der Berliner Waldbühne spielen, kommt es zu Tumulten unter den Fans. Rund 70 Verletzte müssen in Krankenhäusern behandelt werden. 17 Jahre später treten die Stones erneut in der Waldbühne auf. Diesmal setzen sie jedoch ein Zeichen der Friedfertigkeit. Zum Showhöhepunkt schicken sie Luftballons in den Berliner Himmel. Carlo Karges, ehemals Gitarrist von Extra Breit und nun Mitglied von Nena, ist einer von 22.000, die diesem Spektakel im Juni 1982 beiwohnen. Sein Blick folgt den Ballons am Himmel, die sanft Richtung Osten driften. Was, fragt sich Karges, könnte alles passieren, wenn die Ballons über die deutsch-deutsche Grenze nach Ost-Berlin fliegen, und schreibt ein Lied über seine Vermutungen. 99 Luftballons.